Was geht, ihr geilen Vergenusswurzler? Die Patch Notes sind draußen für morgen und geil auf jeden Fall, Leute. Es startet ab morgen das Weihnachts-Special-Event. Bin gehypt, wir gehen mal drauf ein, was alles am Start ist. Als allererstes gehen die Server morgen von 8 bis 8:30 Uhr down. So, dann kommt ein neues Limited-Event. Für eine Woche, wo man Anubis bekommen kann. Anubis, Calypso und Phönix sind in dem Banner drin. Das ist für alle Server, die ja die Story 2.1 erreicht haben. Anubis, wir gehen mal rein, Leute. Welcher Held ist Anubis? Ich muss mal kurz gucken, wie sieht sein Bild aus, ob ich den hier gerade schnell finde. Wahrscheinlich nicht. Sekunde, ist der schon hier drin in den Bildern oder nicht? Ich guck mal was. Nö, Leute, irgendwie konnte ich den nicht finden jetzt in den Bildern. Aber Leute, wenn ihr Eternal Evolution kennt, das ist quasi, Anubis ist Ampu. Und Ampu, also das ist ein Summoner, der mit Loki zusammen natürlich gut funktioniert. Und da kann man sich ein richtig geiles Summoner-Team dann auch so langsam zusammenbauen. Also ein absoluter Top-Held geht morgen in die Banner. Ihr seht das hier, wenn man in Woche 3 ist, zeige ich euch das auch hier nochmal kurz. Ihr seht das Proteus-Banner, Leute. Wer von euch noch Proteus beschwören will, sollte sich beeilen. Ihr habt nur noch 11 Stunden, 48 Minuten. Ihr seht das hier oben. Dann ist das Proteus-Banner weg und dann kommt dort das Anubis-Banner rein. Das ist dann auch für mich eine neue, die neue Strategie quasi. Dann habe ich ja, seht, ich habe 97. momentan an den, für den Regenbogenkristallen, und ich werde 60 morgen bei Anubis auf jeden Fall reinmachen, um den einen mitzunehmen, und dann werde ich noch versuchen, über die, im Laufe der Woche 59 von 60 hier bei Odin reinzubekommen, um dann in Woche 4 59 von 60 zu haben und mit einer Beschwörung jemanden mitzunehmen. Warum mache ich das? Weil momentan ja noch die Double Badges übrig sind. Und so kriege ich dann noch 59 mal die Double Badges, also die doppelten Chips. So, dann gucken wir mal weiter, was noch kommt. Dann kommt auf Servern, die älter sind, über 4 Wochen kommt Hades, Erinis und Wrath als Drachen. Dann haben wir einmal das Dragon Quest Event. Das startet auch überall anscheinend. Available for all servers. Finish the daily updated quest. Obtain enough quest rolls to get snowflakes, diamonds and elite dragon selection card S. Dann haben wir Christmas Carnival. Also das ist das Weihnachtsevent. Ihr seht es, es startet am 21. und geht bis zum 28. Da gibt es einmal das Christmas Wheel. Players can use snowflakes to draw rewards from the Christmas Wheel. Und ein Christmas Baum. Player von allen Servern kann Christmas Stockings, also Socken und Candies benutzen, um Wishes zu machen. Erhöht den Wish Value, das kennt man schon aus Eternal Evolution, das gab es dort auch letztes Jahr. Und wenn alle Server ein Wish Value erreicht haben, dann kriegt man gewisse Belohnungen, die auch sehr nice ist. Und ja, das ist sehr cool. Also da arbeitet man quasi mit allen Servern zusammen. Das startet auch morgen. Da bin ich richtig gehypt drauf. Habe ich Bock. Angriff, Leute. Lasst uns da gut zusammenarbeiten, dass wir die Belohnungen bekommen. Ansonsten ja, hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da und verpasst keins der weiteren Videos. In dem Sinne, peace, euer Wizard 1.